Kunstgeschichte lesen. Tauben, heißt sie. Die Tauben flatterten auf, als Anna die Tür öffnete. Der steile Höhenflug endete am fürstlichen Grenzgebirgsrechte des Innenhofes. Sie zog eine enge Schleife an diesem Winter, das kühle Dunkel ein, aus dem sie Annas Augen aufgeschreckt hatten. Bullen und Tropf witternd näherten sie sich ihrem alten Futterplatz. Vorsichtig stieg Anna über die Vogtexkremente hinweg, um zur gegenüberliegenden Tür zu gelangen, die aus dem Hinterhof in den Straßenpakt des Gründerzeithauses führte. Was für ein Anblick! Wenig hatten jene Vögel mit dem eleganten Taubenpaar auf dem Mosaik in der Grabkapelle der Galla Placidia zu tun, wenig mit der Friedenstaube Picassos im ölzweiten Schnabel und wenig Gemeinsames hatten diese schmutzig-grauen Stadttauben mit dem Symbol der Intuition, der schwebenden Transzendenz des Heiligen Geistes am Bildstock Marianas Elternhaus. Nein, sie mochte Tauben nicht besonders, schon gar nicht diese hier. Eher noch die Wildtauben, die ihr Vater türkische Tauben nannte und von denen alljährlich ein Paar sein Nest im Giebel ihres Gartenhauses baute. Der Tag war frühsommerlich warm, als Anna aus dem Haus dort trat. Sie würde es noch einmal versuchen, wie letztes Mal. Paul hatte sie um dieses Treffen gebeten, wie schon so oft hatte sie nachgegeben. Sie ging nicht leichten Herzens und freudig wie in früheren Zeiten. Sie hatten sich einander entfremdet. Pauls Anfälle von Aggression und Intoleranz, seine unkontrollierbaren Wutausbrüche machten ihr Angst. Er war mit den Jahren immer selbstgerechter und überheblicher geworden. Und seine Feindseligkeiten hatten sich auch immer mehr gegen Anna gerichtet. Vielleicht machte Paul sie unbewusst dafür verantwortlich, dass er nicht so im Einklang mit sich selbst leben konnte, wie er es sich gewünscht hätte. Er war unduldsam und jähzornig geworden. Unberechenbar und ungerecht auch gegen Anna, selbst bei geringem Anlass. Auch die Freunde hatten es bemerkt und zogen sich immer mehr zurück. So begann auch Anna zu vereinsamen. Paul war das Zentrum ihres Lebens gewesen. Sein Charme, seine zuvorkommende Art ihr gegenüber hatten sie beeindruckt, ihr geschmeichelt. Wo er war, war für sie Geborgenheit. Das hatte sich geändert. Wenn sie neben Paul einschlief, war sie in der letzten Zeit immer mit einem Gefühl der Betrübung, der Hilflosigkeit, des Ausgeliefertseins gewesen. Sein massiger Körper, der ihr früher Schutz und Zuflucht bedeutet hatte, war zu einem Bild der Bedrohung geworden. Ein Berg, der sich jederzeit auf sie herabwälzen, ja sie auslöschen könnte. Umso mehr, als Paul bei ihrem jüngsten heftigen Wortwechsel sogar tätig geworden war. Danach hatte sie alle Burschen abbrechen wollen und war wieder in ihre eigene kleine Wohnung gezogen. Daraufhin hatte Paul unzählige Telefonate versucht, sie umzustimmen, indem er versprach, sich zu ändern. Anna hatte lange nachgedacht und war schließlich bereit, es noch einmal zu versuchen. Sie hatten ja auch schöne Zeiten miteinander verbracht, bessere, glücklichere Tage. Pauls Begrüßung war anders, als Anna sich vorgestellt hatte. Er war zerstreut und schlimm verärgert. Nachdenklich stellte sie zwei Weingläser auf den kleinen Balkontisch. Früher hatte sie irgendein Fehlverhalten ihrerseits als Auslöser seiner Missstimmung angenommen. Schließlich hatte sie aufgehört, es auf sich zu beziehen, wenn Paul schlechter Laune war. Sie konnte sich nichts vorwerfen. Das Sonnenlicht erfüllte den Hof mit warmem Glanz. Paul hatte sich zu Anna gesetzt und pfiff tonlos vor sich hin. Schräg gegenüber auf dem Dachfirst vollführte ein Taubenpaar rituelle Balztänze. Das Staccato der Vogelfüße auf dem Regenblech und das immer lautere Gurren standen im merkwürdigen Gegensatz zum Schweigen der beiden auf dem Balkon. Plötzlich hörte Anna ein gepresstes, widerliches Taubenpack. Paul sprang auf, stieß an das Tischchen, sodass Annas Glas umstürzte und verschwand im Hinterzimmer.
Schuss platzten in die beschauliche Ruhe des Innenhofs und unterhalten von den Wänden. Unfähig sich zu erheben, schlug Anna die Hände vors Gesicht. Ihr war, als wäre sie selbst getroffen. Bilder von Blut, von Gräueltaten und Gewalt explodierten vor ihrem inneren Auge. Zerfetzte Menschen, Verstümmelungen, der Bürgerkrieg im Nachbarland, Not, Elend, Tod. Anna war in ihrem Sessel zusammengesunken. Der verschüttete Wein staute sich an der Tischkante, bildete eine Wölbung, um dann in einem schmalen roten Rinnsal zu Boden zu fließen, wo sich ein dunkler Fleck bildete. Als Anna zum Dachfirst blickte, sah sie eine einzelne Feder, die langsam schaukelnder Bewegung bodenwärts sinken. Sonst war nichts, der Weidang still. Anna wagte nicht, in den Hof hinunterzublicken. Sie spürte eine große Erschöpfung. Müde erhob sie sich und stieg behutsam über den umgestürzten Klappstuhl neben sich. Sie hörte Paul im Nebenzimmer mit dem Gewehr hantieren. Im Vorzimmer nahm sie ihre Handtasche an sich und öffnete leise die Eingangstür. Sie erreichte den Treppenabsatz und war dankbar für den Halt, was das Geländer ihr tut. Sie unterdrückte